Dog Blues, ein Meisterwerk von Blind Blake, der Ende des 19. Jahrhunderts geboren wurde und ich glaube bis 1934 lebte. Und er war eine ganz bedeutende Figur in der Country-Blues-Szene. Nicht nur Blues hat er gespielt, sondern auch ein bisschen den Jazz von damals und vor allem den Ragtime. So ist dieses auch alles so ein bisschen gemischt in seinen Stücken. Er war ein äußerst virtuoser Spieler. Einer, der es, ich glaube, als einziger auch geschafft hat, eine feste Anstellung zu bekommen bei einer Plattenfirma, um Sänger zu begleiten. Sein Timing war legendär. Da konnte man eine Stoppuhr danach stellen. Und er hat auch einen ganzen Boom ausgelöst, weil er der Erste war, der wirklich erfolgreich mit den Plattenaufnahmen war. Der Police Dog Blues ist ziemlich typisch für ihn. Ich habe ihn allerdings ein bisschen abgeändert, um ihn leichter spielbar zu machen für den Normalspieler, wollen wir mal sagen. Bei Blind Blake ist es so, dass er sehr viel mehr Saiten anzupfte. Wir machen das hier mit Pull-Offs und Hammer-Ons. Das ist ein bisschen angenehmer zu spielen, bringt aber auch einen ganz anderen Groove rein, wie er ihn eigentlich hatte. Bei ihm klingt es tatsächlich ein bisschen kantiger, hat einen ganz anderen Groove, aber es ist toll. Ihr müsst es euch mal vielleicht anhören. Entweder auf einer alten Schallplatte oder auch im Internet kann man etwas finden darüber. Das Ganze ist aufgeteilt in A-, B-, C- und D-Teil, wobei der B-Teil das Entscheidende ist. Denn der A-Teil ist in diesem Fall ein Intro, das wird aber immer wieder ausgetauscht durch ein Zwischenspiel. Also entweder man spielt den A-Teil, also am Anfang spielt man den A-Teil, dann spielt man anstatt des A-Teils den C-Teil und dann den D-Teil, aber der B-Teil bleibt immer bestehen. Der B-Teil hat ja auch nur 8 Takte und ein Blues ist immer 12-taktig. Zusammen mit dem A-Teil und B-Teil sind es dann wieder 12 Takte. Und dann, wenn man natürlich C- und B-Teil spielt, sind es auch 12 Takte. Und bei D-Teil und B-Teil genauso. Fangen wir mal an. Ich habe eben schon das Stück gespielt in der Form, wie ich es vorschlagen würde. Also A, dann B, dann C, dann B. Und dann D und dann wieder B und dann irgendwann aufhören. Oder man macht noch was, man bastelt sich selbst noch irgendwie so ein Zwischenteil dazu. Der Anfang ist relativ einfach. Wir machen Flageolet im 12. Bund. Also erstmal muss ich sagen, wir stimmen die Gitarre um auf einen vollen D-Dur-Akkord. Also D, A, D, Fis, A, D. Könnt ihr in Ruhe machen. Und dann haben wir halt einen vollen Akkord. Open D. Es fängt an, wie gesagt, mit einem Flageolet. Das war schon der Teil. Jetzt geht's mit einem kleinen Auftakt in den B-Teil. Und das habe ich jetzt ein bisschen anders gemacht. Ich habe nicht den typischen Wechselbass drunter gespielt. Weil das nimmt den Groove wieder so ein bisschen weg, wenn man es nicht dann so spielt wie Blind Blake. Wir machen den Groove aus der Oberstimme. Also das bleibt stehen. Ein Auftakt mit dem Hammer-On in den zweiten Bund. Wir befinden uns in G-Dur, ohne das G im Bass, sondern das H im Bass. Bisschen angezogen, so ein Viertelton. Das Ganze wird auch geschaffelt, also lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang. Auch wenn da gerade Achtel stehen, ist es immer in diesem Rhythmus, Shuffle-Rhythmus. Wir haben
also hier in Takt 6. Ist nicht allzu schwer. Man muss nur halt mit der linken Hand hier und mit der rechten Hand den Groove erzeugen. Ja. Wir gehen weiter, eine Zeile in Takt 9. Jetzt haben wir A7, geht dann so. Und hier wieder angezogen. Dann wieder den Auftakt. Das wiederholt sich dann. Wir können es einmal ganz langsam machen. Ihr guckt euch das vielleicht erstmal an in den Noten. Versucht es mal so zu spielen. Und ich spiele es mal gerade den B-Teil, weil der sehr wichtig ist. Spiele ich mal ganz langsam mit Auftakt. 1, 2, 3. Nochmal, ist gar nicht so einfach, das so langsam zu spielen. Eins und jetzt mal zum Mitspielen. 1, 2, 3. Vielleicht übt ihr das mal ein bisschen und jetzt machen wir es noch mal ein bisschen schneller. Also ja, in dem Tempo 1, 2, 3. Ja, wenn ihr das in diesem Tempo schafft, dann könnt ihr das ganze Stück wahrscheinlich schon wunderbar spielen. Wir gehen mal in den C-Teil und da haben wir es zu tun mit einem Bending, wieder ein Viertelton. Wir sind hier oben im 7. Bund und E-Seite, H-Seite, 8. Bund und ziehen den Ton so ein bisschen hoch. Das wäre die Melodie. Darunter aber jetzt wieder den Standard-Wechselbass. Also ja, machen wir es mal bis dahin langsam. 1, 2, 3, 4. Sollte zu schaffen sein. Also jedes Mal, wenn dieses F kommt, ziehen wir das bis knapp vors Fis. Also nicht so hoch, sondern so. Es ist so dieser Zwischenton zwischen Dur und Moll. Danach kommt das falsche Lied. Und dann der Auftakt führt dann wieder in den B-Teil. Also. Machen wir mal das Flageolet auch. 1, 2, 3, mit dem Auftakt oder mit dem kurz im ersten Takt vom B-Teil nochmal. 1, 2, 3, 4. Ja. Gut, jetzt machen wir mal zusammen den ganzen C-Teil und folgen dann in den B-Teil. 1, 2, 3, 4.
sind wir schon wieder ein Stück weiter. Jetzt danach käme dann der D-Teil. Der ist nicht ganz so schwierig. Der geht hier unten in Oktaven auf jeweils parallel nach oben. Dann geht es wieder in den B-Teil. Auch das guckt euch mal an. Wir machen es zusammen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, und dann kommt der Auftakt wieder zum B-Teil. Okay. Auch diesen Teil machen wir mal zusammen jetzt mit Übergang und spielen dann anschließend den B-Teil durch. Eins, zwei, drei, vier. Sind wir durch. Das war schon alles. Man kann sicher sich noch ein bisschen was einfallen lassen an weiteren Teilen, an weiteren Zwischenteilen. Da sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Es sollte irgendwie natürlich viertaktig sein, es sollte den gleichen Groove haben, also einen Shuffle Groove, und es sollte sich dann irgendwie nahtlos einfügen. Aber wer will, kann das auch so spielen, kann doch mal einen der Teile wiederholen, wenn das Stück sonst zu kurz wird. Im Original ist es ja ein gesungener Blues, und ja, wer das gesungen haben will, der sollte wirklich im Internet mal gucken. Auch der Text ist dort zu finden. Und jetzt zum Abschluss würde ich sagen, spielen wir das Ganze mal einmal zusammen in etwas langsamerem Tempo. Eins, zwei, drei, vier. Und ich denke, ihr werdet damit zurechtkommen. Wenn ihr ein bisschen fortgeschritten seid, wird das auf jeden Fall klappen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal, euer Peter Finger.